Hallo und herzlich willkommen bei Color Made Photographic. Mein Name ist Kai Wilhelm Sohn und ich möchte euch was brandneues aus dem Hause Nikon vorstellen. Es ist endlich soweit. Wir haben eine spiegellose Systemkamera aus dem Hause Nikon. Das Ganze ist ein neues Bajonett. Es ist ein Z-Bajonett, worauf ich heute mal ganz kurz auf die technischen Spezifikationen eingehen möchte. Was halte ich in meiner Hand? Es werden zwei Modelle kommen. Wir haben zum einen eine Z7 hier in meiner Hand sowie eine Z6. Die beiden Modelle sind haptisch exakt das gleiche, soll heißen, wir haben hier eine Kamera, die sehr, sehr gut, das ist mir am Anfang aufgefallen, die sehr, sehr gut in der Hand liegt. Wir haben eine Kamera mit einem oberen Display und wir haben eine Kamera, wie es bei Nikon gewohnt ist, mit der klassischen Menüfunktion, die viele Leute soweit von ihrer Spiegelreflexkamera kennen. Zu den Unterschieden. Wir haben eine Z7 mit einer Auflösung von 45,7 Megapixeln, zu meiner Rechten die Z6 mit einer Auflösung von 24,5 Megapixel. Wir haben bei der Z7 eine Autofokusfeldanzahl von 493 Stück, sowie bei der Z6 hier bei 273 Autofokusfeldern einen ISO-Bereich von 64 bis 25.600, sowie bei der Z6 einen ISO-Bereich von 100 bis 51.200. Die Bilder die Sekunde, klar, bei der Z7 aufgrund der hohen Auflösung etwas geringer als bei der Z6 angesiedelt, aber auch hier 9 Frames per Second, 9 Bilder die Sekunde bei dieser Auflösung, Respekt, und bei der Z6 haben wir hier 12 Bilder die Sekunde. Video möchte ich kurz ansprechen, einen separaten Mikrofoneingang sowie einen Kopfhörerausgang. Wir haben HDMI, USB als auch natürlich den Anschluss für den Fernauslöser. Wir haben ein Nikon-eigenes Format, was die flache Gamma-Kurve anbelangt, das Ganze schimpft sich N-Log. Wir haben natürlich unterschiedliche Framerates. Wir haben die Möglichkeit im Full HD 120 Frames per Second zu filmen, als auch bei 4K bis zu 30 Frames per Second. Was können wir noch ansprechen? Wichtige Funktionen wie zum Beispiel Focus Peaking, Zebra, einen Timecode einzustellen, auch das ist was Außergewöhnliches und was auch viele interessieren dürfte, 10-Bit HDMI-Output, auch das muss man einmal angesprochen haben. Wir haben den gleichen Akku wie bei einer aktuellen Spiegelreflexkamera aus dem Hause Nikon im Profisegment. Soll heißen, es ist der gleiche Akku. ENEL15 ist ebenfalls in beiden Z-Modellen vorzufinden. Wir haben auf der Rückseite einen Slot für die XQD-Karte, der sowohl auch demnächst für CF-Express-Karten nutzbar sein wird. Auch das sehr zukunftssicher gedacht. Was ist mir zuerst aufgefallen? Natürlich die Haptik. Sie liegt hervorragend in der Hand. Das nächste, was mir natürlich aufgefallen ist, gerade für mich als Brillenträger, ich muss es ansprechen, wir haben die Möglichkeit hier auch wirklich das Sucherbild bis zum Rand zu beurteilen. Das ist mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Sehr, sehr schön, sehr groß, sehr hochauflösend, sehr clean, sehr schnell. Was haben wir noch? Klappdisplay. Wir haben die Möglichkeit hier auf der Rückseite tatsächlich über den separaten Info-Button sehr, sehr schnell die Individualfunktion auch zu definieren. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, die Buttons selber zu definieren, um dann halt auch sehr, sehr schnell mit dem Touchscreen zu arbeiten. Mit dem neuen Z-Mount-Bajonett haben wir hier einen Durchmesser von 55 mm und ein Auflagemaß von 16 mm, was natürlich deutliche Vorteile bringt, was die Bildqualität anbelangt. Des Weiteren ist es möglich, den Nikon-eigenen FTZ-Adapter zu nutzen. Hierbei handelt es sich um einen Adapter, um alle F-Mount-Objektive zu verwenden. So viel zu der neuen Nikon Z-Serie. Zu weiteren Fragen wisst ihr, wo ihr euch melden dürft. Wir haben zum einen unseren klassischen Online-Auftritt, als auch natürlich vor Ort im Ladengeschäft. Danke euch. Tschüss.